Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie die Shiro, Kuro und der Slay. Sie werden mich wahrscheinlich nicht gehört haben. Willkommen zum ersten Advents. Ihr könnt ruhig ein bisschen mitmachen, sonst wird das peinlich. Geht noch nicht. Einer geht auf einen da und dann... wohin? Egal, das war jetzt semi-professionell. Wir haben uns hier versammelt, um ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar zu jedem Advent werden wir so ein kleines Mini-Video hochladen zu unseren eigenen persönlichen Eindrücken, zu allem möglichen Scheiß. Und diese Woche steht richtig schön Deck Magic Moments an. Und wir haben gerade Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, der anfängt und ich darf anfangen. Okay, die Aufnahme ist ja, ich wollte gerade sagen, wieso nimmt er nicht auf? Aber nimmt ja auf. Ich fange mit My Magic Moment an. My Magic Moment ist von einem Spiel, hör auf jedes Mal Fotos machen, du Arsch! Von einem Spiel, was jetzt niemand so richtig im Sinne hat, und zwar ist das von Spec Ops The Line. Das habe ich ja schon mal auch Let's Played. Und muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt's einen Magic Moment, wenn du mit deinen drei Soldaten durch die Gegend läufst und du kommst zu einem vermeintlichen Terroristenlager an und ballerst dir den Weg durch eine, Phosphor-Granatenwerfer hinne und du kannst dann bedienen. Das heißt, du ballerst mit Phosphor hinne, alles ist am Brennen, am Verdampfen und am Verglühen. Du hörst die Schreie und hast nicht gesehen. Denkst du, ja, ihr kleinen dreckigen Schweinepriester von Terroristen, gehen wir alle schön drauf jetzt, weißt du. Und du gehst dann weiter und irgendwann siehst du halt so ein Zivilisten siehst du eigentlich nur dann da rumsitzen. Das heißt, du hast haufenweise Zivilisten getötet oder halt verbrannt elendig, die einfach nur alle in Sicherheit kommen wollten. Da waren halt ein paar Soldaten, die waren noch ein bisschen klar im Kopf, die haben den Zivilisten halt geholfen. Und du siehst halt, während dein Soldat sich umdreht und weggeht, siehst du halt so eine Mutter, die ihr Kind da am Festhalten ist und beide sitzen dort und man sieht nur noch total verkohlt alles. Und das war so ein Moment, wo ich die Konsole erstmal ausmachen musste, auch beim ersten Mal und beim zweiten Mal auch. Ich musste die Konsole erstmal ausmachen und erstmal überlegen, also, scheiße, was hast du eigentlich jetzt gerade angestellt? Und das habe ich selten bei irgendwelchen Shootern direkt. Und ich muss sagen, das war so mein Magic Moment, wo ich echt gesagt habe, boah, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf raus. So, wer ist der Zweite? Ich. Ah! Ja, moin Leute, schönen ersten Advent euch allen. Ja, also mein Magic Moment, ich musste echt lange überlegen, weil es gab viele schöne Magic Moments in vielen schönen Spielen. Ich habe mich aber für einen Moment entschieden, wo ich wirklich auch mal geheult habe. Also es ist ein so schöner Moment, aber er ist auch richtig traurig. Und zwar ist das in Jack 3, die Stelle, wo Jack erfährt, dass der Anführer der Outlander, also die da in der Wüste leben, dass das sein Vater ist, weil Jack hat ja immer gedacht, er hätte nie einen Vater gehabt oder so. Und er hat sich ja mit dem König von den Outlander auch nicht sonderlich gut verstanden und dann einfach so, was, das ist sein Vater, und dann genau in dem Moment stirbt er aber. Und ja, dann gleichzeitig noch, dass er erfährt, dass Jack der große Held Ma ist und so, und keine Ahnung, selbst wenn ich daran denke, fange ich noch halb an zu heulen, weil das ist einfach so ein What the fuck Moment. Du denkst einfach nur so, okay, du versuchst jetzt praktisch das Geheimnis von dir selber zu lüften. Du bist der große Held, der die Welt gerettet hat, und trotzdem weiß das keiner und du selber weißt es auch nicht. Und dann erfährst du doch, dass du doch einen Vater hast, der stirbt dann aber und alles. Das war einfach echt. Das war schon fast zu viel damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Und auch als ich das zweite Mal gespielt habe, war das echt harter Tobak. Ja, ich würde sagen, dann sagt jetzt mal die Shiro, was ihr Magic Moment war. So, hi Leute. Also, ja, ich habe jetzt nicht gar so einen Magic Moment wie die anderen zwei hier. Allerdings, ich habe ja vor einem
fast Pokémon X angefangen zu zocken und da hat mir das Pokémon an mir gefallen, als ich dann endlich Xerneas gefangen hatte und Xerneas da streicheln konnte und mit Xerneas auch spielen konnte und das war einfach für mich in dem Moment so richtig so wow, weil ich kannte vorher auch noch nicht wirklich Pokémon, aber wusste, dass man das früher nicht so machen konnte und es war für mich dann halt so in dem Moment dieser Magic Moment für mich persönlich. Es gibt zwar noch ziemlich viel anderes, aber das kann und will ich jetzt nicht erzählen. Und ja, sorry, das war jetzt ein bisschen kürzer. Ich gebe jetzt weiter an den Kuro und dann sehen wir weiter. Ja, mein Magic Moment ist aus Assassin's Creed Revelations. Der Augenblick, wo du am Ende in diese Bibliothek in Untermassiav reinläufst und einfach nur Altair in diesen Stuhl sitzen siehst, dann die Erinnerungen von Altair nachempfindest, wie er mit seinem Sohn drüber spricht, dass er jetzt quasi dort seine letzte Ruhe findet und es dann sofort wieder umschaltet, nachdem er sich quasi in den Stuhl setzt, einmal ein Kameraschwenk um diesen Stuhl von hinten rum und dann siehst du einfach nur noch, wie Ezio vor diesem Stuhl sitzt, kniet, Altair dann nochmal die letzte Ehre erweist. Ich krieg schon wieder Gänsehaut bei diesen ich krieg auch Gänsehaut. Und wo er dann einfach nur noch hinter Altair dieses Versteck mit den Edenapfel findet und dann Kontakt mit Desmond aufnimmt. Weil es wird vorher schon in den Teilen angesetzt, dass Juno und Minerva Ezio ansprechen und Botschaften an Desmond über ihn weitergeben und er es einfach nicht versteht und da dann dieser Knackpunkt ist, wo er versteht, was jetzt eigentlich genau die ganze Zeit über passiert ist. Und da kriege ich immer wieder eine Gänsehaut, auch wenn ich drüber nachdenke. Aber richtig. Also, es ist nicht mehr schön. Ja. Sonst noch irgendwas? Ich würde sagen, dann nehme ich das mal wieder als Abschluss-Priorität. Das war unsere Magic Moments für diesen Sonntag. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir es anders machen können, vielleicht sogar einen Sitzkreis und wir drehen einfach immer die Kamera in jede Richtung und sowas, kann man ja auch mal überlegen. Ansonsten könnt ihr ja mal eure Magic Moments in die Controller schreiben. In die Kommentare schroten. Und gerne würde ich mir die sehr, sehr, sehr gerne durchlesen und immer wieder gerne und sowas. Gerne auch mal ein anderes Wort. Und ja, eure Kommentare unten reinschroten und ich wünsche euch ersten Advent schön und würde sagen, schönen Sonntag und dann bis nächste Woche zum zweiten Advent.